Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play Video. Hierfür habe ich mir natürlich mein Lieblingsspiel ausgesucht, nämlich die Sims 4. Schon früher habe ich eigentlich die Sims-Reihe gespielt, die Sims 1 und die Sims 3. Sims 2 hatte ich irgendwie nie so wirklich. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Auf jeden Fall habe ich mir für diesen Let's Play einen völlig neuen Charakter erstellt, der Eigenschaften hat, die ich bis jetzt noch nie wirklich verwendet hatte. So habe ich natürlich die habe ich hier den freiberuflichen Botaniker ausgewählt. Mit Pflanzen hatte ich bis jetzt noch nie so wirklich jetzt in meinen Sims 4 Charakteren zu tun und habe dadurch gedacht, dass ich hier den Axel Förster mal damit auswähle. Dadurch ist er natürlich automatisch ein Sammler geworden, laut dem, mit dem Bestreben. Und ich habe mir dann natürlich auch gedacht, da heute das neue Accessoire-Pack romantische Garten herauskommen soll, ist es natürlich perfekt, das gleich mit in das LP mit einzubeziehen. Und habe natürlich ihn als Lieb die Natur verwendet. Ist natürlich super, passt perfekt dazu. Der Axel spielt die ganze Zeit an seinem Handy. Das ist natürlich auch klasse, dass er die ganze Zeit nur an seinem Handy spielt. Kannst doch auch mal was Sinnvolles tun. Außerdem ist ja nach dem letzten Update von The Sims 4 das alte und gut bekannte Merkmal kleptomanisch wieder in das Spiel hineingekommen. Und da habe ich mir natürlich auch gleich gedacht, das bringe ich rein. Warum spielt er die ganze Zeit an seinem Handy? Du kannst vielleicht mal was Sinnvolles tun und kochen. Sims 4 spiele ich jetzt schon seit einiger Zeit und habe mir einfach mal gedacht, eine schöne Story zu entwickeln und die dann gerne der YouTube-Gemeinde dann ein wenig zu präsentieren. Wie man sieht, ich habe mir das schöne Gebäude ja ausgesucht, wo sogar noch ein wenig Platz wäre für einen weiteren Mitbewohner, was natürlich auch mein Ziel ist, dass ich nicht nur bei dem Axel Förster bleibe, sondern dass er möglicherweise eine WG gründet und hierfür dann wunderschön Mitbewohner bekommt und gleich sofort kommt das Begrüßungskomitee von meiner Nachbarschaft. Das ist ja total süß. Und wer ist denn das? Das ist die Ulrike Faust. Ist ja eine ganz nette. Er ist ja eigentlich, also der Axel ist eigentlich ein ziemlich zurückhaltender Typ, ist jetzt nicht wirklich so mit Partys und so am Gange und ist auch eher schüchtern gegenüber Frauen und so möchte ich das natürlich auch weiter handhaben in dem Spiel. Mal schauen, ob er auch das Begrüßungskomitee hier annimmt. Ja, gut. Ihr müsst euch echt nicht wundern, Grafik und alles ist jetzt nicht gerade das Beste, aber da momentan der Computer so ein wenig seltsam ist, nehme ich auf meinem Laptop auf. Und der hat natürlich jetzt nicht die Eigenschaften, die mein Computer hat. Deswegen kann es an der einen und anderen Stelle mal ein bisschen hakeln und länger dauern, aber das wird sich natürlich auch bessern. Leider ist mir auch noch nicht die Möglichkeit gekommen, ein besseres Mikrofon anzuschaffen. Also, ich habe mir auch eigentlich gedacht, am Anfang reicht halt das Mikrofon. Und wenn die Community mehr sehen möchte, dann werde ich natürlich auch auf ein besseres Mikrofon umsteigen, damit man mich eigentlich auch einfach besser versteht. Ich habe extra den Ton da, deswegen, weil das Mikrofon halt so ein bisschen seltsam ist, ein bisschen runtergeschraubt von die Sims 4, sodass man hauptsächlich wirklich nur mich versteht. Ich hoffe, das stört nicht, sonst schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vielleicht kann ich das dann ändern und hier versteht die Sims halt auch ein bisschen mehr. Die scheinen sich aber hier ganz gemütlich zu unterhalten. Er ist auch ziemlich freundlich und scheint hier hoffentlich ein wenig Freundschaft zu finden, aber eigentlich soll er ja ein bisschen zurückhaltender sein. Er soll sich eher auf seinen Garten konzentrieren und deswegen werde ich den natürlich jetzt schon ein wenig umgestalten. Das
Grundstück ist auch groß genug, sodass der da wirklich jeweils in seinen Garten machen kann. Und das ist auch total toll. Da werden wir natürlich auch richtig, richtig coole Sachen machen. Draußen Aktivitäten. Natürlich wird er hier mal so ein bisschen was anpflanzen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich gut machen kann. Ja, man sieht, es hakt ein bisschen. Aber das wird schon werden. Also alles ist hier auf Garten ausgelegt und der soll natürlich auch richtig, richtig schön sein. Ja. Ich habe bis jetzt auch noch nicht alle Accessoires und Erweiterungspacks, weil ich mich, muss ich gestehen, bis jetzt nicht so wirklich für die Sachen interessiert habe. Ich habe also wirklich einfach nur die, die ich jetzt ganz cool fand. Also die Erweiterungspacks habe ich auf jeden Fall alle. Das ist, da werden wir natürlich auch in Windenburg, da wo wir momentan jetzt auch sind, richtig, richtig viel Spaß haben. Wenn er dann doch ein wenig zu sich dann dazu entscheidet, aus seiner Schüchternheit ein bisschen rauszukommen. Aber natürlich auch an die Arbeit. Dieses Erweiterungspack werde ich aber jetzt nicht allzu sehr hier in dieses LP mit einbeziehen, weil sich eigentlich wirklich alles auf Axel, auf seine Freundschaften und auf seinen Garten fixieren soll. So hatte ich mir das auf jeden Fall gedacht. Wenn ihr das natürlich anders findet, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich versuche, soweit es geht, alle zu lesen und vielleicht könnt ihr dann auch ein wenig hier an dem Let's Play ein wenig mitarbeiten. Da hatte ich mir eh dann schon gedacht, irgendwann mal so eine Gelegenheit zu machen, wo ich mehrere Sims erstelle und diese vorstelle. Und wenn dann nach einiger Zeit kann die Gemeinde komplett entscheiden, welche Sims jetzt weiter gespielt werden und welche Merkmale euch nicht gefallen, was lieber ein Merkmal ist. Es soll wirklich von der Community abgestimmt werden, sodass dieses dann in das Spiel in ein neues Let's Play dann reingeführt wird. Das war so mein Ziel, wirklich vollkommen mit der Community zu arbeiten, dass sie auch voll und ganz hier mitarbeiten kann, was es darum geht. Dann fangen wir mal auch gleich an mit seinem Bestreben und da kommt hier einfach ins Haus. Das ist der Dominik Freilich. Dann begrüßen wir ihn natürlich ganz freundlich. Pilz essen. Dann platzieren wir die mal hier so schön. Das ist jetzt, glaube ich, auch neu. Oder es ist mir noch nicht aufgefallen. Eins von beiden. Manchmal ärgert mich das Spiel ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das will ich, dass ich das hier hinbaue. Aber gut. Und wo ist der andere? Habe ich das jetzt gerade verkauft? Okay, gut, dann ist das verkauft. Dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Der Axel scheint sich wirklich voll und ganz mit den Leuten zu verstehen, was ich mit seinen Merkmalen doch wirklich sehr bemerkenswert finde. Also ein bisschen schleppen geht's voran bei meinen anderen Sims, die ich noch spiele. Schaffen es echt in kurzer Zeit, Freundschaften mit den anderen Sims zu schließen, aber er als Snob und Sammler und Kleptomane hat es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Da können sie denn ja vielleicht. Er ist ein ganz netter. Also, er ist wirklich ein netter Mann, er. Ist freundlich zu den Menschen und versucht, ist eigentlich auch momentan Single und sucht eigentlich auch nicht wirklich eine Beziehung. Das ist natürlich dann auch von Vorteil, weil er sich wirklich voll und ganz auf sein Bestreben konzentrieren kann. Es ist total toll mit dem Merkmal, dass er sofort, sobald er draußen ist, glücklich ist, weil er es einfach liebt, in der Natur zu sein. Das ist richtig, richtig toll.
Dann kann er sich mal gleich darum kümmern. Ich könnte natürlich jetzt auch einen Gartenservice engagieren. Das ist jetzt seit dem letzten Update ja mit reingekommen. Aber um ehrlich zu sein, warum soll er es tun? Er kann es ja auch selber machen. Ist natürlich viel, viel schöner, wenn er es selber macht. Schafft er, ne? Ja, das ist schön. Ich habe schon gedacht, dass sie doch ein bisschen zu nah aneinander sind, aber das scheint auch wunderbar zu funktionieren. Dann kann er natürlich auch gleich... Warum geht das Pflanzen nicht? Warum pflanzen wir das Pflanzen andere Samen? Okay, dafür bräuchte ihr eine weitere Samenkiste. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, es hakt manchmal, man sieht's. Aber ich hoffe, dass es besser wird, dass der Computer jetzt so langsam mal das macht, was er soll, sodass ich auch wieder oder anfangen kann, auf dem Computer zu spielen. Da sind nämlich dann auch die Grafikeinstellungen insgesamt wirklich viel, viel besser. So, hier spiele ich jetzt auf Grafikeinstellungen niedrig und sie hat gerade einfach mein Essen gegessen. Das ist mein Essen. Das habe ich mir zubereitet, weil ich das Essen bin, wenn ich Hunger kriege. Naja, man ist ja auch ein guter Gastgeber, also koche ich mir einfach wieder was. Es gibt ja jetzt auch, soweit ich das gesehen habe, das Grillkäsebestreben. Hat man vielleicht schon ganz oft gehört, vielleicht schaut ihr auch andere Let's Plays, wo das natürlich erwähnt wurde, bei dreimal Grillkäse essen, wird natürlich das Bestreben erfüllt und ist natürlich klasse, weil es dadurch... Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Man sieht sich. Danke für die Gastfreundschaft. Gut, dann gehen Sie jetzt. Ich habe mich kaum mit denen unterhalten, aber wenn Sie dann gehen wollen, das ist okay. Sie geht, die wollte gehen und stellt noch ihre Reste auf den Boden. Gut, das nenne ich aber ein toller Gast. Das kann ich eigentlich auch wegtun. Der isst hier keine Reste. Ja, natürlich ist es jetzt für ihn auch sinnvoll, sich eine Arbeit zu suchen, weil mit 64 Simoleons wird es jetzt auch nicht mehr weit gehen. Dann schauen wir mal Job suchen. Das ist natürlich jetzt das, was wichtig ist. Für ihn natürlich die perfekte Möglichkeit des Spiels jetzt währenddessen am Handy. Ach nein, gut. Es ist natürlich, was haben wir denn hier? Ja, so wirklich was zu ihm passt, wird jetzt vielleicht nicht dabei sein, aber vielleicht, er ist, glaube ich, eher so ein Business-Typ. Also so, wie ich bereits gesagt habe, die Arzt, Polizist und Wissenschaftler wird einfach auch nicht zu ihm passen. Astronaut ist er jetzt wirklich auch nicht, also er ist wirklich ein sportlicher Typ. Aber, also er weiß, dass seinem Körper gut tut und macht das halt auch. Ah, jetzt wirklich Astronaut und ins Weltall, das ist eigentlich jetzt nicht so sein Bestreben. Er will eigentlich auf dem Boden bleiben, auf der Erde und nicht auf andere Welten. Mit Technik hat er jetzt auch nicht wirklich viel zu tun. Er liebt die Natur, also ist Technik für ihn jetzt nicht auch das Verbrecher, wäre natürlich auch gar nichts für ihn. Er ist ja ein sehr lieber und netter Sportler. Ja, okay. Er ist sportlich veranlagt, aber so sportlich ist er jetzt auch nicht, dass er das jetzt so machen würde. Das ist ziemlich schwierig, was Passendes für ihn zu finden. Ein Entertainer ist er auch nicht, er ist eher so ein zurückhaltender und schüchterner Typ, auch wenn er das manch in Gegenwart von Leuten dann nicht so zeigt. Aber eigentlich will er dann doch eher für sich alleine sein. Geheimagent, das ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen zu aufregend und... Also er pflanzt gerne, aber richtig kochen macht er eigentlich auch nicht. Also er ist ein typischer Single, der jetzt eigentlich dann eher essen geht, als kochen selber zu müssen. Und kreativ ist er jetzt auch nicht wirklich. Also ich würde sagen, das Business passt wirklich vollkommen zu ihm. Es sind auch gute Arbeitszeiten. Das Geld ist jetzt nicht das Beste. 16 Simoleons pro Stunde, da gibt es natürlich jedoch deutlich mehr. Selbst als Sportler kriegt man dann, ja...
Also, ein Technikguru wäre das Beste, aber das wäre an Geld. Aber mit den 16 Simoleons solltet ihr eigentlich schon mal ganz zufrieden sein. Am Montag beginnt das. Das bedeutet, er hat am Wochenende frei und kann sich dann natürlich auch super in Parks und sowas aufhalten. Also, nachdem er gegessen hat, werden wir dann einmal die Parks ein wenig unsicher machen. Er ist ja ein Liebhaber von der Natur. Deswegen ist es natürlich das Beste, wenn er einfach die ganze Zeit draußen ist und in Parks oder in Wäldern oder sonst wo einfach nur draußen ist und was dort genießt. Er ist dann einfach mal in der Küche, ist ja auch schön. Natürlich hab ich mir auch überlegt, dass er auch mit der Angelfähigkeit, die habe ich bis jetzt wirklich noch nie ausprobiert hier in die Sims 4. Immer nur gesehen und gelesen und die Hinweise, das wäre es natürlich, wenn er jetzt auch mit dem Angeln anfangen würde. Das würde zu ihm auch passen, so als Naturliebhaber, dann angeln zu gehen. Mal gucken, was man da so alles an besonderen Schätzen vielleicht fangen kann. Oh, bist du denn jetzt mal fertig? Hm? Hast du da noch was? Ah, ist mal schneller. Mit doch in den Park. Ach, okay, dürfte reichen. Ich glaube, er ist satt genug. Ja, jetzt ist er satt. Welchen schönen Park suchen wir uns denn aus? Ich glaube, hier in Windenburg ist jetzt nicht so wirklich die Klippen und sonstige Sachen. Also für die noch nicht kennen, das ist Windenburg mit den Bars und Clubs und Fitnesscenter und alles. Hier ist ein kleiner Park. Aber ich glaube, so ein richtig kleiner Park, das ist einfach nichts für ihn. Deswegen suchen wir uns natürlich hier einen neuen Ort. In Magnolia Promenade sind leider ziemlich wenige Plätze, wo man hin kann. Also es sind zwei. Ja, das fehlt allein. Es sind zwei Geschäfte, die dort sind und halt noch ein Platz, wo man was bauen kann. Also da jetzt hinzugehen und zu wohnen, ist jetzt nicht das, was ich machen würde. Ich fände es dann eher schöner, in so einer Gegend wie Willows Creek oder was auch immer zu wohnen, aber nicht in Magnolia Promenade. Das ist einfach zu viele Läden. Informationen über deine Sims findest du in den Infoleisten unten rechts hier. Ja, es dauert leider immer so ein bisschen mit dem Ladebildschirm, aber ich hoffe, dass das sich irgendwie dann bessert. Ich habe auch heute echt fast die ganze Zeit probiert zu gucken, welche Einstellungen eigentlich von der Grafik her am besten sind, um aufnehmen zu können. Und leider kann ich das jetzt auf dem Laptop nicht wirklich hoch genug schalten. Dadurch ist es leider so seltsam und es dauert und es ist grafisch nicht so schön. Es gefällt mir wirklich gar nicht. Ich bin dann doch einer, die dann so auf Qualität setzt. Aber jetzt kann er hier schön in seinem Park sitzen. Ich glaube, das ist das, was wirklich zu ihm einfach passt. Und wir probieren mal das Angeln gehen aus. Das habe ich wirklich noch gar nicht gemacht. Ich habe natürlich im Vorfeld den Sim erstellt, weil ich mir gedacht habe, es wurde so umgestalten oder sowas, was dann im Laufe des RPs möglicherweise passieren kann, das reicht ja eigentlich aus. Ich habe mir dann eher gedacht, ich kann dann vorher erklären und zeigen, also jetzt halt erklären und zeigen, was der Sim so alles macht, was ich mir so vorgestellt habe, wie er eigentlich zu sein scheint. Und vielleicht ist er es ja nicht, vielleicht habe ich ihn mir ja falsch vorgestellt, vielleicht ist er kein schüchterner junger Mann, sondern ein aufregender Typ, der gerne in Diskotheken geht und mal sehen, was wir da finden. Er möchte von Natur schwärmen. Ja, das kann er natürlich gerne machen. Und jemanden kritisieren. Ja, natürlich. Ich habe das Merkmal Snob ausgewählt. Ich habe es bis jetzt noch nie wirklich ausprobiert und geguckt, wie das auf einen Sim halt reagiert, wie dieser Mensch ist. Auch nicht wirklich erlebt. Ich kenne keine Snobs. Und ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt mit seinen Merkmalen. Ich finde, das ist eine ziemlich interessante Mischung. Und ich muss gestehen, ich freue mich auch tierisch auf das neue Accessoire-Pack, weil das mit ihm einfach perfekt passt. Er als Axel Förster, sogar Förster mit Natur, das passt super. Der Name habe ich auch zufällig ausgewählt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe ihn so wirklich genannt. Es war vollkommen zufällig.
Hat er denn schon? Er hat immer noch seinen Apfel. Und das wird richtig, richtig toll. Auch mit dem Wunschbrunnen, was man natürlich dann in den Trailers und in den Bildern und Screenshots gesehen hat, war natürlich richtig, richtig toll. Und ich bin echt gespannt, was da passiert. Also, ich freue mich auch zu erfahren, was man sich denn da so alles wünschen kann. Ich hoffe, da sind mega, mega tolle Sachen dabei, die dann wirklich zum Wünschen gemacht sind. Also, ich glaube, Axel, der wäre so einer, der sagt, oh, ich kenne ja keinen und niemand mag mich und ich hätte gern total super, super gerne eine Freundin. Und vielleicht kann man sich das ja wünschen und vielleicht passiert dann ja sogar was richtig Aufregendes. Es wäre natürlich richtig, richtig toll, wenn deine Person zustande kommt, die möglicherweise gar nicht zu ihm passt, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Ob die sich wirklich verstehen und ob er als Snob wirklich so. Oh, eine Ellwalze. 190 Gramm ist jetzt nicht wirklich ein großer Fisch. Oh, da hat er nichts gefangen. So. Süß. Ja, also ich habe wirklich auch nur den Charakter erstellt und ihm mein Haus gekauft. Ich habe mir auch gedacht, das jetzt mal in Windenburg zu machen. Ich war jetzt in Oasis Springs und sonst unterwegs und sonst in Windenburg wirklich nur, um Party zu machen mit meinen anderen Sims. Vielleicht werde ich euch dann im späteren Verlauf euch dann auch mal so zeigen, mit welchen Sims ich normalerweise jetzt momentan spiele, so in meiner Freizeit, unabhängig von YouTube. Und das wäre bestimmt auch ganz interessant, weil auch eine mega interessante Geschichte passiert ist. Ich kann ja so ein bisschen reinschneiden, also ein bisschen erzählen, solange er am Angeln ist. Ach ja, das war nämlich hier ein anderes Sim heißt Lea Pauls. Sie war vorher in einer Beziehung mit ihrem Mitbewohner. Also, sie hat eine WG aufgemacht und irgendwie hat es zwischen denen ein bisschen geknistert. Und ja, dann sind sie zusammengekommen und dann ist sie leider fremdgegangen. Also, sie ist doch eher eine Person, die sich nicht stark bindet. Und irgendwie haben sie doch nicht so ganz zusammengepasst. Also Lea hat sich mehr unter der Beziehung vorgestellt als ihr Partner und deswegen ist sie irgendwie dann fremdgegangen. Leider hat ihr Partner das mitbekommen. War jetzt nicht ganz so schön. Und ja, dadurch hat er sich natürlich gleich überlegt, ich räche mich an ihr. Und also sie haben sich ein bisschen so zusammengewurschtelt gekriegt. Aber oh, was hat er denn da gefunden? Das sieht natürlich sehr interessant aus. Da muss ich erstmal gucken. Was ist das? Das sind Sanitäranlagen. Was ist ein Guppi? Süß. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Von Dominic Fires. Das ist schön, dass er das auch so sieht, dass es das Richtige für mich ist. Yay! Wir haben den richtigen Job rausgesucht. Also, ja, und danach hat er sich halt gerecht und ist dann auch mit einer Fremde gegangen. Und dabei ist dann leider sogar eine Schwangerschaft entstanden, was jetzt nicht so schön war. Das hat der Lea natürlich gar nicht gepasst. Und dann hat sie sich halt von ihm getrennt. Also ich glaube, die hätten sich auch irgendwie wieder zusammenraufen können, wenn es wirklich nur Fremdgehen gewesen wäre. Aber da leider ein Kind dabei entstanden ist oder entstanden wird, man wird sehen. Ich weiß es bis jetzt auch noch nicht. Wollte sie dann doch leider gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Haben sie sich getrennt und jetzt hat sie sich dann gleich sofort in die nächste Beziehung gestürzt, was jetzt auch nicht so sinnvoll war. Naja, man wird sehen, wie es da weiterläuft. Also, es wäre schön, wenn sie wieder zusammenkommen würden. Also, eigentlich passt. Also, die tun sich ja gut. Die haben auch sofort von vornherein angefangen, miteinander zu reden und von den Merkmalen her passt es auch super zueinander. Die fühlen sich total wohl beieinander. Waren richtig beste Freunde und Seelenverwandte. Aber, ja. So. Noch ein Guppi. Sieht aus wie noch ein Guppi. Ein Guppi. Ja, jetzt haben wir zwei Guppis. Naja. Oh, der ist sogar ein bisschen schwerer, der neue. Ich glaube, du solltest jetzt auch mal langsam nach Hause, junger Mann. Also, wenn euch gern diese Geschichte auch noch interessiert, ob die beiden wieder zusammenkommen oder nicht, das wäre natürlich für mich auch total schön, wenn ich euch
meine privaten Sims dann auch noch vorstellen kann, dass ihr da auch nochmal schauen könnt, wie ihr diese findet. Ja, also es würde mich mega freuen. Also schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefällt, wenn ihr gerne noch mehr machen wollt. Ich hoffe, dass es ich irgendwann doch in der nächsten Zeit ein bisschen was über habe, um ein besseres Mikrofon zu bekommen. Also man hört, glaube ich, mega oft, wie ich reinpuste. Und meine Stimme ist auch nicht wirklich deutlich. Also ich versuche und muss auch ziemlich laut sprechen, um einigermaßen verständlich zu sein. Deswegen habe ich halt den Ton von die Sims ein bisschen runtergestellt. Ich glaube, ja, ihr habt jetzt den Axel Förster jetzt erstmal kennengelernt. Ich hoffe, er gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, wie er dann das neue Accessoire-Pack dann begutachtet und wie er weiter mit seiner Gartenfähigkeit natürlich umgeht. Und da er jetzt ziemlich müde ist und ich glaube, der Part jetzt auch langsam dann vorbei ist, würde ich da mal sagen, tschüss und man sieht sich in einer neuen Folge. Ich hoffe mal, dass ich dann heute Abend dann auch noch, wenn das Pack raus ist, sofort aufnehmen kann. Also ich werde es auf jeden Fall probieren, wenn es zeitlich echt klappt, um natürlich sofort einen neuen Part hochzumachen. Ich werde es, glaube ich, insgesamt ziemlich unregelmäßig machen, weil mein Zeitplan halt insgesamt auch echt unregelmäßig ist und hauptberuflich mache ich es leider noch nicht. Vielleicht wird ja was daraus und man sieht sich dann in einem neuen Part und ich würde dann mal sagen, ciao, ciao.